Ja, ich bin Tasek, ich bin Graffiti-Sprüher seit 1987. Also ich habe 87 angefangen, Figuren und meine eigenen Comicfiguren sozusagen auf dem Spielplatz hinten an die Wand zu malen. Das erste Mal Sprühdosen in die Hand gekriegt und noch keine Ahnung von Hip-Hop gehabt. Zwar mal was von gehört, weil das war ja schon seit Anfang der 80er Jahre irgendwie am Start. Aber für mich war das dann erst ein Jahr später richtig präsent, als dann ein paar Freunde mich mal mitgenommen haben und wir das erste Mal richtig Graffiti gemacht haben sozusagen. Ja, und was ich immer sehr, sehr inspirierend und auch motivierend fand, ist halt einfach dieser Community-Gedanke, dass die Leute sich gegenseitig zu Gast haben und sich gegenseitig pushen und dieses Competition-Ding halt auch immer was mit Freundschaft zu tun hat und auch mit kollegialem Miteinander arbeiten. Und gerade in der Graffiti-Szene hat das halt auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Vernetzung weltweit in Windeseile eigentlich vollzogen war und die ganze Szene weltweit auch nach wie vor miteinander agiert. Jeder weiß Bescheid, was auf den Kontinenten so passiert. Viele Leute sind am Reisen, malen in allen Herren Ländern. Ich persönlich habe es glücklicherweise auch schaffen können, auf allen 5 Kontinenten meine Bilder malen zu können. Und ja, das sind Dinge, die ich ohne Hip-Hop und ohne Graffiti sicherlich nie hingekriegt hätte. Ich bin Enter, das ist mein Pseudonym. Ich male seit 1993. Habe in Hamburg angefangen zu bomben an Wänden, illegal zuerst, und dann hat sich das immer mehr auf legaler Schiene verlagert. Somit sieht man mich hier. Dazu gekommen bin ich durch Freunden. Draußen habe ich dann halt mich mit denen öfter getroffen, so war das halt in der Gegend, wo ich gewohnt habe. Und die hatten dann alles schon angefangen irgendwie zu taggen, und ich bin dann mit der Zeit dazugekommen. Habe mir einen Marker besorgt. Und dann bin ich halt in die S-Bahn reingegangen, habe meine ersten Tags da gemacht oder auf Spielplätzen mich verewigt. So, mittlerweile ist das alles natürlich nicht mehr da. Ne? So, ne? Ja, und jetzt ist das Ganze gewachsen, das Ganze hat mehr Design. Ja, und so macht man halt hier Hamburg fit für den nächsten Sturm, auf die Kasernen, hauen was weg und gut ist. Hier meine Homies, alles klar, die hauen auch was weg. Wir sind Designer, so ist das.